Einen wunderbaren guten Morgen. Es ist der 29. März und heute habe ich ganz einen speziellen Auftrag bekommen. Eigentlich gestern schon. Nur gestern war die Zeit dementsprechend nicht wirklich da und darum heute. Heute habe ich zum ersten Mal, seit ich Video mache, ein Blatt. Ich bekam Fragen von der, nennt sich Galaktischen Föderation. Das sind unsere Sternengeschwister. Und mit diesen spreche ich schon viele Jahre, wirklich viele Jahre. Und gestern wurde wieder einmal dieser Erstkontakt beschrieben. Das bedeutet, alles, was eigentlich für ganz viele Menschen kompletter Unfug ist. Und ich selbst immer wieder erkläre, ich nenne mich Dolmetscher der geistigen Welt. Und das bedeutet, dass ich Informationen weitergebe, wie ich es sehe. Wie ich es empfinde, spielt hier gar nicht wirklich eine große Rolle, weil ich sogenannt eine Sekretärin sein darf. Ich nehme den Text auf und gebe ihn weiter. Heute spricht Bay Jordan. Er ist einer der ganz besonderen Informaten, nennen wir ihn Informat. Er teilt Informationen an medial begabte Menschen und gibt uns so die Möglichkeit zu lernen. Und wenn es um das Thema UFOs geht, bin ich immer zurückhaltend, aber da ich die Sekretärin bin, ist es auch mein Job, diese Informationen an euch weiterzugeben. Und es bedeutet, im April werdet ihr noch staunen. Jetzt müssen wir aber nicht davon ausgehen, dass hier ganz viele UFOs landen werden, glaube ich zumindest. Nein, wird nicht so sein. Aber wir sollen uns an dieses Licht gewöhnen. Und um dieses geht es. Es geht darum, dass diese Flutation von Licht, die jetzt gerade in unserer Erdatmosphäre mehr und mehr zunimmt, tatsächlich von gewissen Mechanismen der Föderation gesteuert wird. Und ich soll zuerst einmal ein paar wichtige Fragen erklären. Warum sprechen wir über UFOs? Das ist die erste Frage und ich gebe nur die Antwort weiter. Weil ihr demnächst mehr denn je Kontakt irdisch über das Überirdische haben werdet. Ihr werdet mehr denn je lernen dürfen, dass ihr geflutet werden. Und dieses Licht wird alles hervorholen, was euch noch hält. Am Boden. Und so ist es wichtig, dass diese Flutation erklärt wird. Denn je mehr Licht erscheint, umso mehr ist der Antrieb über die Erdmembranen gegeben. Das führt zum Aufstieg. Ihr seid schon mittendrin, aber es muss noch mehr geflutet werden. Und für dieses braucht es die sogenannten UFOs. Wir nennen uns nicht die UFOianer. Das ist eine ganz andere Gruppe. Wir sind die Galaktische Föderation. Bay Jordan ist einer, der hier maßgeblich beteiligt ist, über Margit, dieses Medium, diese Informationen weiterzuleiten. Er ist ungefähr in der Dimension 7 bis 9, so also ganz leicht für mich, Margit, ihn zu channeln. Für alle anderen, die hier schon Mühe haben, sich wirklich vorzustellen, dass es andere Wesen gibt, ist vielleicht dieses Video gerade wichtig, weil Bay Jordan erklärt, dass sie den wichtigen Anteil, die Atmosphäre zu lichten, übernommen haben. Und das ist ein Vertrag, wo über das Weltall, über die Hologramme fließt. Jeder Mensch kann sich vorstellen, wenn er in einem dunklen Raum sitzt und es wird Licht, dann erschreckt zuerst der Körper, weil man sich zuerst an dieses Licht gewöhnen muss. Und genau dieses geschieht speziell im April. Es kommen so viele Schatten hervor, dass man das Licht dann in diesem Moment fast nicht sehen will. Und Bay Jordan sagt, das Licht ist aber wesentlicher Anteil, dass die Schatten hervorkommen. Und nur weil die Schatten hervorkommen, verändert sich nicht das Gefühl des Lichtes. Es braucht nur mehr Informationen, es braucht nur mehr Wissen. Und somit die nächste Frage, warum sprechen wir über UFOs und was ist ein UFO? Ihr könnt euch vorstellen, ein UFO ist ein großes Lichtschiff.
Und hier ist tatsächlich eine Besatzung drinnen. Aber diese könnt ihr in dieser Art und Weise nicht sehen, weil wir in einer anderen Dimension übermitteln. Es gab immer wieder Ausfälle, das bedeutet, wo die Materie mit dem Lichtkomplex zusammenkommt. Und dann sprecht ihr von Begegnungen. Dann sprecht ihr, UFOs waren zu sehen. Das geschieht nur, weil dieser Lichteinfall in der Konzentration von Materie zusammengefügt wird. Das bedeutet aber nicht, dass nun ganz viele Lichtschiffe sich zusammentun und sich alle der Materie zeigen. Aber über der anderen Dimension passiert genau dasselbe. Wir fluten euch. Stell dir vor, du bist jetzt ungefähr bei 5 und wir sind bei 7. So kannst du von der 5 in die 7 noch gar nicht sehen, weil es für dich wie reines Licht ist. Und wenn du ins Licht schaust, kannst du in diesem Moment gar nicht sehen. Wenn du aber die Augen schließt und du lässt dich in die Verbindung ein, beginnst du zu sehen. Wir sind 9 ungefähr und du bist bei 5. Und von der 9 aus fluten wir. Und dafür brauchen wir diese UFOs. Dafür brauchen wir diese Lichtschiffe. Diese Lichtschiffe docken sich mit der Aura des Planeten Erde und beginnen zu fluten. Das bedeutet, es ist wie wenn wir unsere Motoren einschalten. Das hört sich jetzt eher wie ein kindlicher Begriff an, aber schlussendlich ist es Materie. Und durch dieses Fluten verändert sich der Erdmagnetstrahl. Und für dieses kann es tatsächlich rütteln und es kommt dann auch wirklich zu Vulkanausbrüchen. Es kommt genauso zu Verschiebungen, das heißt, das Wetter verändert sich. Es kommt aber hauptsächlich zu Ruhe im Erdinneren, weil das Magnetfeld langsam aber sicher umgepolt wird. Das dauert sicher noch seine 30 bis 50 Jahre, bis eine komplett andere Materie auf der Erde ist. Eine weitaus bessere, als ihr es heute habt. Aber der Umbruch geschieht jetzt. Also gehen wir weiter zur nächsten Frage. Wer sitzt in einem solchen UFO? Hier können wir erklären, hier sitzen ganz viele Mitarbeiter. Entschuldigung. Hier sitzen ganz dichte Materie. Dieses versuchen wir zu erklären. Wenn in einem Raumschiff einer der Mitarbeiter für, sagen wir, 5 Stunden die Erdatmosphäre beseelt, dann würde es diesen nicht mehr geben. Also können wir das Licht kompensieren und anstatt diesen einen wird eigentlich mit 1000 Mann beseelt. Ich weiß, auch dieses ist sehr schwer für euch zu verstehen. Und nun natürlich die Frage, sind wir wirklich diese Mars-Männlein, die ihr so gerne seht? Nein, das ist nicht die Wahrheit. Aber es gibt tatsächlich Planeten, wo solche Terra X-Männer das Leben fristen. Es gibt so vieles, was ihr nicht versteht. Aber wir bleiben heute bei der Ordnung, die ich jetzt versuche, durch dieses Medium weiterzugeben. Das bedeutet also, wir fluten mit ganz vielen Sternengeschwistern die Erdatmosphäre, damit ein Aufstieg möglich ist. Gehen wir zum nächsten Thema. Darf jeder den Kontakt zu uns aufnehmen? Wir wünschen es uns. Seid bereit, die Ängste beiseite zu legen und befreundet euch mit uns. Wir kommen im Frieden und reichen dir jederzeit die Hand. Wie kannst du den Kontakt aufnehmen? Sage einfach, dass du uns gerne kennenlernen möchtest. Und dann sind wir schon da. Wir sprechen hauptsächlich über die telepathische Ordnung. Hier sprechen wir durch dich. Hier ist der Aufstieg. Hier sind die verschiedenen Dimensionen. Weiter bei der nächsten Frage. Ist es richtig, dass wir in Frieden kommen? Und warum stellen wir euch diese Begegnung zur Verfügung? Wir stellen euch diese Begegnung nicht zur Verfügung. Es ist geschrieben worden. Es ist ein Gesetz. Es ist ein Sternengeschwistervertrag. Und in diesem Sternengeschwistervertrag kommt ihr vor. Das bedeutet, Mars trifft Venus ungefähr so. Nur, dass die Erdatmosphäre verändert wird. Und durch dieses lässt sich eine Begegnung tatsächlich herbeiführen.
Wir kommen im Frieden, so wie ihr im Frieden kommt. Ihr müsst nur noch lernen, diese Tatsache, dass ihr nicht alleine seid, in eurem Herzen zu begreifen. Dieses Bedrängen, das euch immer wieder erklärt wird von diesen sogenannten Illuminatis, ist Blödsinn. Wenn wir auch dieses Wort nehmen dürfen, um es so zu erklären, wie Margit es liebt. Es ist eine Abmachung, es ist eine reine Geschwistersache und es geht hier darum, dass ihr durch die Ältesten, durch die sogenannten weiße Bruderschaft geführt werdet. Es geht um einen Aufstieg. Es geht darum, dass ihr es locker betrachten dürft und alle Ängste auf die Seite lasst. Ich weiß, ihr habt gerade diese Pandemie und es dauert nicht lange und ihr werdet spüren, dass sich alles ein wenig erleichtert. Wenn es wieder aufflackert, dann nur, um wieder zu betonen, dass die Materie sich verändert. Kommen wir zur nächsten Frage. Darf ein Ufoianer mit Menschen telepathisch sprechen und wie geht dieses? Das ist das Sprachrohr. Hier. Und wenn du hier den bewussten Kontakt mit einem Ufoianer bezeugen möchtest, dann stell dir vor, dass du dein Licht hier mit einem von uns verbindest und du bekommst den Kontakt und natürlich darfst du mit uns sprechen. Warum du mit uns sprechen sollst, keine Ahnung, du darfst es einfach. Was geschieht, wenn alle UFOs nun angedockt sind? Dies ist die wichtige Angelegenheit, warum wir eigentlich mit euch diesen Kontakt wählen, weil dann der Aufstieg geschehen ist und dann verändert sich alles. Und dieser Tag ist ganz, ganz nah und es ist ein Tag voller Freude und es ist etwas, was ihr Menschen so lange schon erhofft. Es kommt gut und das ist die wichtigste Botschaft für euch alle. Wir sind mit euch verbunden. Und wer ist Bajorban? Noch einmal erklärt, einer der galaktischen Föderation Mitarbeiter. Er hat sich die Aufgabe gemacht, über dieses Medium Informationen euch weiterzugeben. April wird ganz groß, Schatten werden zu Licht. Lass dich beschatten, damit gelichtet werden darf. In Liebe, Bajorban. Alles andere erkläre ich dann wieder in der Homepage. Heute ist ein ganz besonderer Tag, wo geflutet wird. Also lass dich auf deine Lichtsimulation ein. Ich danke dir fürs Zuhören, auch wenn es ein eigenes Video ist, was mehr denn je von uns verlangt, den Kopf ein wenig zu verabschieden. Spür es in deinem Herzen. Ich wünsche dir einen ganz bewussten, besonderen Tag. Danke dir.